Shifty und Epic von Crazy Town haben das Jahr 2000 im Vollrausch verbracht. Nach einer Kur in der Entziehungsklinik sind die zwei jetzt voll auf Mineralwasser und fallen stocknüchtern von 6 auf die 10 mit ihrem Debütalbum The Gift of Game. Auch Taubstumme müssen dadurch. Peter Maffay ist ein ausgewiesener Spezialist für Konzerte mit Gebärdenmusikern und Ausdruckstänzern. Das ist dann Doppeltat und von 4 auf die 9 fällt sein Album heute vor 30 Jahren. Das erste Album nach 4 Jahren Funkstille, nach schmucken Kollabos mit Kylie Minogue oder Johnny Cash, arbeitet Nick Cave jetzt wieder mit den Bad Seeds zusammen. No More Shall We Part heißt die LP bezeichnenderweise und steigt neu ein auf der 8. Wer hätte das gedacht? Die schöne Dido, eine Diebin. Im zarten Alter von 5 Jahren zog sie ihren ersten Coup durch und klaute einen Kassettenrekorder. Auf das Entwenden von Elektrogeräten stehen 4 Chartplätze und Dido fällt auf die 7 mit No Angel. Auf der Karibikinsel Antigua hat Eric Clapton jetzt seine eigene Entzugsklinik gegründet. $11,000 kostet eine Therapie und in seinem Hauptberuf fällt der frisch gebackene Kurdirektor von 5 auf die 6 mit dem Album Reptile. Dieter Bohlen ist sauer. Irgendein Arsch hat Nacktfotos von seiner neuen Flamme gemacht. Rein zufällig, versteht sich, als sie mal wieder ohne Klamotten in der Gegend rumlief. Pech mit den Mädels, Pech in den Charts. Von 2 auf die 5 fallen Modern Talking mit America. Die lustigen Schweden sind wieder da. Sängerin Marie, die menschgewordene Zahnlücke und Gitarrist Peer, das leicht übergewichtige Backenhörnchen. Zusammen sind die beiden Rockset und bieten neu auf der 4 ihren Room-Service-File. Falsettgesang nennt man das, wenn Männer so klingen, als hätte man ihnen schon bei der Geburt die Eier abgeknipst. Aber inzwischen treffen die Bee Gees auch normale Tonlagen und steigen neu ein auf Platz 3 mit This Is Where I Came In. Seit Monaten tanzen sie sich von einem Promo-Gig zum nächsten. Und jetzt im April kriegen die süßen No Angels zum ersten Mal Urlaub. 4 Tage, dann wird weitergeschuftet. Der Erfolg kommt schließlich nicht von selbst. Auf die 2 fallen unsere Popstars mit Elements. Am 2. April war Muttertag. Jetzt schlagt ihr mich bestimmt alle. Aber es stimmt wirklich, denn Rammsteins neues Album ist rausgekommen und es heißt Mutter. Ja, und darauf machen sie klar, dass diese ganze Fascho-Ästheten-Sache eigentlich überhaupt nicht ihr Ding ist, für die sie immer beschuldigt werden, und zwar auf dem Track Links 234. Den zeige ich euch jetzt hier. Rammstein sind nämlich einfach mal sensationellerweise von 0 auf 1 gegangen. Das war's für heute von den Album Top 50 und ich werde warten, bis ihr wieder einschaltet. Tschüss.